Ich weiß, dass es nicht mein Daumen ist, aber er ist mein Daumen. Hallo, ich bin die Theresia. Ich komme aus Oppensheim, neben Linz, aus Oberösterreich und habe vor gut einem Jahr einen Unfall gehabt mit einem Rasenmähertraktor und habe mich dann dafür entschieden, dass ich mir bei der Prothese für eine Osseointegration entscheide. Eine osseointegrierte Fingerprothese ist letztendlich eine Fingerprothese, die auf einem Implantat angebracht wird. Und das Implantat wurde operativ eingesetzt und eine Osseointegration bietet sich bei Anwendern bzw. Anwenderinnen an, die einen ultrakurzen Stumpf haben und somit nicht mit herkömmlichen Fingerprothesen versorgt werden können. Die anderen Optionen wären gewesen, dass man entweder eine Zehe drauf implantiert oder über eine Knochenaufbauverlängerung, wo man dann eine Prothese befestigen kann, weil ich keinen Ansatz mehr habe. Allerdings hätte die dann über eine Bandage oder über ein Silikonband über mein Handgelenk noch fixiert werden müssen, wo ich dann da wieder Einschränkung gehabt hätte, also was ich dann vorne gewinnen, wieder hinten verlieren. Ja. Und somit war meine Entscheidung die Osseointegration. Wir lernen die Anwenderin bei uns im Haus kennen, nachdem bereits das Implantat operativ gesetzt wurde. Wir führen eine Beratung durch hinsichtlich der Fingerprothese und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann sehen wir die Patientin wieder zum Gipsabdruck. Sprich, wir machen einen Abdruck der Situation über das Implantat, um darauf ein Gipsmodell zu erstellen, das präzise der Situation des Implantats entspricht, damit wir entsprechend die Prothese darauf aufbauen können. Bevor es allerdings die Definitivprothese gibt, wird erst einmal eine Probeprothese gefertigt, die Patientin im Alltag testen kann. Was mir dann aufgefallen ist, während ich die Probeversorgung gehabt habe, ist, dass ich wieder eine natürliche Funktion im Handgelenk gehabt habe. Ich war mit meinen vier Fingern, habe ich dann sehr viel Geschick eigentlich gekriegt, nur nicht über einen natürlichen Ablauf und habe dann bei manchen Tätigkeiten zu meinem Arzt gesagt, es spießt da herinnen, es verspießt sie, weil ich drücke nicht richtig ja anders und das hat mir dann ja eigentlich Schmerzen zum Teil bereitet. Und das war eigentlich so schnell, denke ich mir, ich kann das jetzt, wo ist das, warum kommt das nicht? Warum kommt das nicht, dass das da drinnen ein wenig reibt oder ansteht? Das war mir nicht bewusst, das habe ich eigentlich erst erfahren, wie ich die Probeversorgung gehabt habe. Das war mir nicht bewusst, dass auch da wieder ein natürlicher Ablauf dann drinnen stattfindet. Ein wesentlicher Vorteil der osseointegrierten Fingerprothese ist es, dass man verschiedene Griffmuster der Hand erfüllen kann. Zum Beispiel in der Situation mit der Daumenprothese, mit der osseointegrierten Daumenprothese. Man kann die Daumenprothese entsprechend ausrichten und gegenüber der Langfinger positionieren. Das ist enorm wichtig, um präzise Griffe durchzuführen, einen Pinzettengriff, um zum Beispiel Kleingeld aus dem Geldbeutel herauszunehmen, einen Schuh zu binden, ein Fenster zu öffnen und zu schließen und einfach das sichere Führen von Alltagsgegenständen. Ebenso ein großer Vorteil ist die Propriozeption. Sprich, man spürt letztendlich, wie kräftig man mit der Prothese zugreift. Habe ich den Gegenstand jetzt fest in der Hand oder habe ich ihn eher locker? Man braucht keine Angst haben, dass sich die Prothese in irgendeiner Weise verbiegt oder verkippt auf dem Stumpf, weil eben die Prothese auf dem Implantat verschraubt ist und somit eine feste Anbindung an der Hand hat. Ganz wichtig ist bei der Osseointegration, dass man von der Reinigung, also dass die Stelle, wo der Pin ist, die Haut kann sie nicht mit Metall. Das ist der einzigste Schwachpunkt für mich, was ich so sage. Das kann ja nicht verwachsen. Das heißt, das ist immer eine Stelle, wo sie ein Keim oder eine Bakterie oder irgendwas festsetzen könnte und das muss man wirklich jeden Tag gut reinigen, mit einem Wattestabel gut umfahren. Der emotionalste Moment für mich ist es, wenn die Anwenderin zum ersten Mal ihre definitive Fingerprothese in den Händen hält
und dadurch wieder ein Stück Lebensqualität zurückgewinnt. Ich war zwischen das Wort, glaube ich, gibt es einfach nicht. Ich habe so eine Freude gehabt, aber ich habe auch Angst gehabt. Ich weiß nicht warum, obwohl ich die Probeversorgung, aber jetzt ist er endgültig da und ja, unbeschreiblich. Ich bin wieder vollständig, er ist wieder da und ich kann wieder mein Leben so, weiß ich nicht, vollständig. Ich kann es nicht sagen, ich habe so hab mich schon die ganze Zeit drauf gefreut und ich war die ganze Zeit schon so nervös. Aber jetzt, aber ich bin voll happy. Ich war mit der Probeversorgung schon voll happy. Boah, das ist eine Leistung, was da gemacht worden ist. Für mich persönlich ist das, ich habe so eine Freude mit den Menschen, die sich da so bemüht haben und mir sowas ermöglichen, ganz gleich, was da wer gemacht hat, ob es jetzt das mit dem Aufklärungsgespräch oder der was da den Aufbau gemacht hat oder mich da beraten hat von das, was einem das gibt. Also das, nicht nur der Daumen, dass ich den selber gekriegt habe, sondern die ganze Menschen von der Firma Bolig und rundum, die sich da so bemüht haben, die haben da, das braucht man. Also mir hat das gut da habe ich mich, ich fühle mich da aufgehoben bei euch, bei der Firma Bolig. Und das hat einem, ja, dann Ängste wegnehmen und eigentlich dann eine Freude hinbringen. Da habe ich mich immer schon gefreut, wenn ich auf den nächsten Schritt wieder aufs Wasser fahren und ja, wunderbare Menschen, die einem da helfen und zur Seite stehen. Alle miteinander.